Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe euch ja über Instagram schon versprochen, dass ich ein Video zu meiner Ostseereise drehen werde. Und heute ist es endlich soweit. Ich habe mir jetzt die besten Bilder ein bisschen rausgesucht, die ich in meiner letzten Ostseereise gemacht habe. Und ich kann gleich vorweg sagen, ich hatte viele unbekannte Spots auch dabei, die mit Sicherheit nicht der ein oder andere kennt, die auch für mich selbst komplett neu waren und auch gezeigt hat, dass man durchaus noch sehr schöne, unbekannte Sachen dort entdecken kann. Also Ostsee heißt nicht unbedingt speziell Gespensterwald immer nur oder nur Rügen, sondern es gibt auch ein bisschen was dazwischen, was man auf jeden Fall sehen sollte, was man auf jeden Fall mal besucht haben sollte. Und was es genau ist, das sage ich euch in diesem Video. Also viel Spaß. Anfangen möchte ich mit der Stadt, die quasi schon nach der Grenze sich befindet, also auf polnischem Territorium. Und zwar ist das die Stadt Slinowitz. Dort hast du eine sehr schöne Location, die sich auf jeden Fall lohnt, mal zu bereisen. Und zwar gibt es dort mehrere Leuchttürme gleich auf einem Areal. Also es gab dort drei Leuchttürme, die ich sofort gesehen habe auf der Karte. Es gibt einen Leuchtturm, der ist etwas weiter hereinversetzt ins Landinnere, aber auch noch ein Areal der Strandpromenade. Dann gibt es direkt an dem Strand einen Leuchtturm, der erinnert mich ein bisschen an Kroatien, ein bisschen an Mittelmeerfeeling, weil der komplett weiß ist und auch aussieht wie eine Windmühle. Und dann gibt es noch einen typischen Leuchtturm, der dann weiter reinversetzt ist, noch in das Wasser, aber genauso noch fußläufig erreichbar ist. Also für Fotografinnen und Fotografen, die gern Leuchttürme fotografieren wollen, Slinowitz ist auf jeden Fall eine Reise wert. Du kannst mit dem Auto quasi direkt dort parken. Dort kann man unmittelbar in der Nähe von dem Strand das Auto abstellen und dann quasi rüberlaufen. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommst du mit Sicherheit auch hin. Und das Tolle ist, dort ist es nicht ganz so überlaufen, weil es ist polnische Ostsee. Und die ist natürlich zumindest bislang noch nicht ganz so bekannt, noch nicht ganz so populär wie die deutsche Seite für uns, ja, die dann immer zur Ostsee fahren. Also polnische Ostsee lohnt sich auf jeden Fall nach Slinowitz. Dort habe ich leider nicht die passenden Brennweiten für mich dabei gehabt, weil ich zum einen sehr spät dort war, also zum Sonnenuntergang. Die Sonne ging quasi hinter mir unter und ich habe es nicht mehr geschafft, rechtzeitig am Spot zu sein. Und zum anderen war an dem Tag ausgerechnet, weil Silvester war, der Strand doch etwas mit mehr Leuten übersät. Demzufolge hätte ich eine Langzeitbelichtung machen müssen und das habe ich dann aber nicht gemacht. Ich habe dann quasi aus der Hand fotografiert mit meinem 200 bis 600 mm Objektiv beziehungsweise mit der 105er Festbrennweite. Also ein Teleobjektiv lohnt sich da. Ich habe festgestellt, dass man so ab 50 mm da mit bis zu mehr Abstand die Leuchttürme recht gut fotografieren kann. Ich selbst bin zwar mit meinen Bildergebnissen nicht ganz zufrieden, aber ich muss sagen, der Kontrast, blaue Himmel, ein bisschen Beleuchtung noch vielleicht von der Sonne, die gerade untergeht, in dem orange-rötlichen Ton sieht wirklich richtig gut aus. Also wenn du da zum Sonnenaufgang vielleicht sogar hingehst, hast du noch eine viel bessere Sicht, noch viel bessere Bildergebnisse mit Sicherheit und keine Menschen, die dir durchs Foto laufen. Denn es lohnt sich dort vom Strand aus zu fotografieren. Weil du hast dort einen sehr schönen Hereinlauf vom Meer. Das Meer verteilt sich quasi noch vor den Leuchttürmen oder vor diesem einen weißen Leuchtturm und bildet auch so ein schönes Muster im Vordergrund. Das passt perfekt. Und wenn du ein bisschen tiefer gehst zum Fotografieren, also solltest du dort vielleicht zum Sonnenauf- oder Untergang mal hingehen, vielleicht eher zum Sonnenaufgang, weil du dann dort weniger Menschen antriffst, die dir durchs Foto laufen. Und zum anderen hast du dann noch viel mehr Ruhe zum Aufnehmen deines Fotos. Es lohnt sich dort in der tiefen Perspektive zu fotografieren, also das Stativ auspacken und eher bodentief arbeiten, sodass du im Vordergrund noch ein bisschen den Sand hast, unscharf. Dann verteilt sich weiter vorne so ein bisschen das Meer, das gabelt sich dann so auf und spült auch ein bisschen in den Sand hinein. Und dann kommt dann dort der Leuchtturm, der auch wunderschön aussieht. Also du hast dort einen tollen Vordergrund, einen tollen Hintergrund. Lohnt sich auf jeden Fall, Slinowitz mal zu besuchen. Ist wie gesagt keine große Anstrengung zum Laufen. Also auf jeden Fall mal in deinen Karten vormerken. Und ich denke, das lohnt sich für alle, die es noch gar nicht kennen. Neben den weiteren üblichen Verdächtigen wie Heringsdorf, was auch dort ist, möchte ich dir vor allen Dingen Zinnowitz ans Herz legen. Zinnowitz hat eine sehr schöne Seebrücke mit einer Tauchgondel. Das heißt, du kannst dort auch am Tag runtertauchen zur Ostsee und dir quasi unter Wasser anschauen, was da los ist. Die Seebrücke lohnt sich aber auch, bei Sonnenauf- oder Untergang zu fotografieren, weil sie gar nicht so bekannt ist. Also sie ist nicht so bekannt wie in Albeck. Dort hat man ja typischerweise diese Seebrücke mit den Häusern auch drauf. Und in Zinnowitz hat man dort quasi nur die Seebrücke und die Tauchgondel weiter hinten. Und dann kann man entscheiden im Vorfeld, mit welcher Brennweite du jeweils fotografieren möchtest. Und wenn du weitwinklig fotografierst, lohnt sich das eher im Querformat. Ich fand Hochformat sah nicht so schön aus. Ich zeige dir auch mal hier ein Beispiel. Ich fand das im Querformat deutlich besser. Und mach eins besser als ich, und zwar geh noch weiter auf die Seebrücke hinaus. Also wenn du zu weit vorn stehst, quasi nach dem Häuschen für die Rettungsschwimmer, bist du noch zu weit weg für meine Begriffe. Da zeigt man noch zu viel Brücke auf dem Bild, denn du willst ja in der Regel zeigen, die Brücke quasi am Meer mit dem Himmel und nicht nur, hier ist die Brücke, aber
nur die Brücke, das Holz und kaum mehr erkennbar. Also geh ein bisschen weiter rein, sodass die Tauchgondel auch besser erkannt werden kann. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und dann solltest du auf jeden Fall ein Weitwinkelobjektiv mitbringen. Also wenigstens 18 mm, 16 mm sollten das sein. Ein 18-55 kannst du mit Sicherheit auch verwenden. Aber da empfehle ich dir vielleicht eher doch ein bisschen weitwinkliger zu arbeiten. Ich habe das auch teilweise auf 12 mm gemacht. 12 bis 14 mm sind da ideal, finde ich, weil du die Breite, die Weite zeigen kannst von dem Meer und zeigst gleichzeitig auch die Weitläufigkeit der Seebrücke. Also es lohnt sich da einfach ein bisschen weitwinklig zu arbeiten. Und dort ist es auch nicht so überlaufen wie in anderen Orten. Du hast also da auch am Morgen deine Ruhe auf der Seebrücke. Da kommt niemand vorbei und stört dich. In der Regel natürlich. Mich hat niemand gestört. Ich konnte in aller Ruhe meine Aufnahmen machen. Und die Menschen, die dann später kamen, waren so nett, haben kurz gewartet, bis ich meine Aufnahmen im Kasten hatte. Aber dort kann man sehr ruhig das Stativ aufbauen in der Mitte der Seebrücke und kann den Sonnenaufgang genießen, kann dort seine Fotos machen. Das lohnt sich. Zinnowitz auf jeden Fall vormerken. Und Zinnowitz hat noch mehr zu bieten. Zinnowitz hat auch noch einen Wald, der direkt am Meer ist. Also direkt hinter den Dünen befindet sich ein ultra weitläufiger Wald. Der Waldweg erstreckt sich über viele Kilometer. Also ich habe es nicht geschafft, den Weg komplett bis zum Ende zu laufen. Man hat sehr, sehr viele Nadelwälder, also sehr, sehr viele Nadelbäume, Nadelwald. Und lohnt sich auch für tolle Shots. Also dort kann man durchaus sehr schöne Fotos machen, gerade in diesem Durchgang im Wald. Ich habe ja letztens erst ein Video gemacht zum Thema Waldfotografie. Verlinke ich mal hier. Da kommt auch das wieder zum Tragen. Man hat eine sehr schöne Allee von Bäumen. Dort kannst du einen Menschen oder Tier, Kinder, deinen Hund dorthin stellen. Und zum Sonnenaufgang, wenn es eben gerade im Sommer mit dem Licht passt vom Meer, wenn es reinstrahlt, dann sieht das richtig gut aus. Du kannst dort auch sehr schöne Shots zum Meer hin machen, also wo quasi die Dünen beginnen, wo der Sand dann kommt. Da kannst du auch Personen hinstellen, da kann man auch sehr schöne Fotos machen. Und dort gibt es sehr viele Hügel, die zwischendrin nochmal nach oben aufploppen. Auch die bieten die Gelegenheit, nochmal einen ganz anderen Shot zu machen. Also man könnte sogar denken, wenn dort ein bisschen Nebel ist oder ein bisschen Regenstimmung, du bist in Bayern, mitten irgendwo im bayerischen Wald. Also dort hast du schon ein bisschen Möglichkeiten und hast nicht nur das Meer und den Strand, man kann dort durchaus noch viel mehr machen, als du vielleicht gedacht hast. Als dritte, auch unbekannte Location, für mich zumindest, kann ich dir Greifswald empfehlen, beziehungsweise Ludwigsburg. Dort gibt es einen Spot, der nennt sich die schlafenden Bäume. Dort hat es einen riesigen Wald, dort kann man auch mit dem Auto ideal parken, läuft dann quasi durch den Wald hindurch, also für die Faulen wieder, die nicht viel laufen wollen, dort kann man quasi direkt fast ranfahren. Und läuft dann ein bisschen durch den Wald und ist dann direkt am Strand. Und dort hat es die Besonderheit, dass du am Strand dort umgefallene, quasi tote Bäume liegen hast, eine ganze Menge. Also das ist ideal für Langzeitbelichtungen, aber auch ideal für dich zum Spazierengehen, vielleicht mit der Familie. Dort können die Kinder auf die Bäume auch aufklettern, wenn man ein bisschen aufpasst. Also da kann man wirklich sehr viel Spaß haben, dann einen tollen Tag am Strand verbringen. Dort haben auch sehr viele Pärchen Fotos von sich selbst gemacht, indem sie dort auf dem Baum saßen und da einen Selfie-Timer anhatten oder so. Das läuft wirklich gut. Und dort ist die Besonderheit, dass du dort die Bäume quasi in Kombination mit dem Strand und dem Wald im Hintergrund hast. Der Wald ist innen ähnlich vom Aussehen her wie der Gespensterwald aufgebaut. Also dort kann man auch ähnliche Fotos machen wie im Gespensterwald. Und das Tolle ist an dem Strand mit den toten Bäumen, du hast eine wahnsinnig große Auswahl an verschiedenen Bäumen. Also die einen liegen direkt im Wasser, ragen quasi mit ihren Wurzeln heraus, liegen gerade so noch auf dem Sandstrand, sind quasi schon ziemlich weit hineingezogen worden. Die anderen liegen noch weiter mehr am Inland und brauchen noch ein bisschen, bis sie dann im Meer liegen. Also da gibt es wirklich verschiedene Positionen, die du dir dann noch aussuchen kannst, was dir besser gefällt. Ich fand es schwierig, die Bäume gut ins Bild zu bringen, weil ich selbst, muss ich gestehen, gar nicht so gut geübt darin bin, tot liegende Bäume am Strand zu fotografieren. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, ist aber so, weil du da extrem gut nachdenken musst, was du zeigen möchtest. Ich möchte ja nicht nur den Baum zeigen, sondern ich möchte auch das Meer zeigen. Ich möchte vielleicht den tollen Himmel zeigen. Und dann hast du sehr schnell das Problem, dass du irgendwie alles zeigen möchtest. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck. Sondern einen guten Fotografen macht es aus, wenn er weiß, was er erzählen möchte mit dem Foto, was er zeigen möchte. Und demzufolge fand ich es total schwierig, eine gute Bildperspektive zu bringen. Ich fand Hochformat total schwer. Ich habe mich dann für dieses Foto entschieden im Hochformat, wo vor allen Dingen die Wurzeln zu sehen sind, wo ich also zeige, dieser Baum hat unwahrscheinlich große, massive, starke Wurzeln gehabt. Die hat er auch noch dran, und aber trotzdem liegt er im Meer, das Meer bewegt sich und der Himmel wird gezeigt. Ich fand es im Querformat aber deutlich einfacher zu fotografieren, weil ich den Baum ein bisschen mehr in der Länge auch zeigen konnte und vor allen Dingen auch die Wasserbewegungen im flüssigen Bewegen sozusagen mit einer etwas längeren Belichtung mit 1 bis 2 Sekunden nochmal zeigen konnte, sodass das Wasser eine Dynamik zeigt, der Baum aber auch durchaus zu sehen ist und noch ein bisschen Himmel mit eingefangen werden kann, fand ich im Querformat
besser zu fotografieren. Aber ihr merkt gerade, wie lange ich darüber spreche. Es war für mich sehr schwer herauszufinden, welche Perspektive passt. Hochformat, Querformat und vor allen Dingen, was will ich konkret im Bild zeigen. Und da fand ich, da waren Weitwinkel auf jeden Fall die Anforderung, das Mindestmaß, was es gebraucht hat. Man kann auch mit 24 mm gut fotografieren dort. Vielleicht auch 30, 35, aber das fände ich wieder schwierig, weil du den Baum und den Strand extrem schon wieder zuschneidest. Man kann zwar ein bisschen zurücklaufen und sich einfach den Platz verschaffen, den du brauchst, aber da würde ich eher sagen, nimm ein 16-35 Objektiv mit oder ja, das 18-55 geht auch. Dann aber auf 18 mm oder 20 mm, aber weiter würde ich nicht hineinzoomen, weil du einfach das Bild zu sehr beschneidest und dann fehlen einfach Informationen in dem Motiv, die du zeigen möchtest. Also unbedingt dort mal die Stecknadel reinsetzen. Die schlafenden Bäume sind wirklich ein sehr, sehr lohnendes Motiv und auch gar nicht bekannt. Ich habe dort nichts groß gefunden, außer eben über Google, ein paar Bilder, klar. Aber gerade über Instagram oder so, über die Kanäle habe ich kaum was gefunden. Lohnt sich auf jeden Fall. War echt ein Fund, wo ich ein bisschen glücklich und stolz bin, dass ich das finden konnte. Also lohnt sich, markiert euch das auf jeden Fall in eure Karte. Und als letzten Spot natürlich Rügen. Rügen, weil natürlich nicht nur wegen dem Königsstuhl, den kennt ja nun wirklich jeder, den Königsstuhl. Rügen generell ist auch eine sehr schöne Insel. Und ich finde, dort hat man viele Möglichkeiten, allein außerhalb des Jasmund-Nationalparks gut und interessante Motive zu fotografieren. Man hat dort sehr viele Gelegenheiten, in diese Botten, die da reinkommen, vielleicht am Morgen mal Wildvögel zu fotografieren oder das Gras zu fotografieren, die Schiffe zu fotografieren oder angeleinte kleine Boote zu fotografieren. Allein deshalb lohnt sich schon Rügen. Rügen ist auch nicht nur flach, hat auch Hügel zu bieten, durchaus mehr, als ich gedacht habe im Vorfeld. Also da kann man auch mit Sicherheit sehr schöne Landschaftsperspektiven zeigen. Und natürlich, der Jasmund-Nationalpark ist natürlich, also zumindest für mich, das Highlight auf Rügen, wo man wirklich wunderbar fotografieren kann. Ich war zu Silvester dort, am Silvestermorgen, und dort hatte es kaum Menschen. Ich war, glaube ich, der Einzige, der dort war, und es war einfach so schön. Ja, es ist Winter und du hast keine Blätter dort im Wald, aber die liegen ja auch am Boden und die sind ja trotzdem, waren leicht rötlich eingefärbt, rot-orange, und bilden durchaus einen interessanten Boden im Wald, den man auf jeden Fall sich anschauen kann. Und in Fotos sah das echt cool aus. Aber natürlich sollte man hinfahren, wenn es dann dementsprechend die Stimmung auch hat. Also entweder Regen mit Nebel oder eben den Sonnenaufgang oder Untergang, wo das Licht interessant in den Wald hineinkommt oder an die Küste im Idealfall. Und ich bin gar nicht zum Königsstuhl vorgegangen, das ist dann nur der Spot, weil zum einen gerade Baustelle dort ist, aber die Schwebeplatte schon steht, die quasi dann benutzt werden darf irgendwann für die Besucher. Nein, ich bin rübergelaufen zur Viktoriasicht, das hatte ich auch in Instagram gezeigt, da hatte ich ja eine Story gedreht und habe da mal kurz drüber gesprochen. Ihr kennt das bestimmt auch, ja, ihr seid fertig, wollt quasi vom Spot weggehen und es ist irgendwie noch so schön, dass du irgendwie gar nicht gehen magst. Ich glaube, ihr seht das auch hier hinten noch. Das sieht einfach wunderschön aus. Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Ort. Lohnt sich einfach. Lohnt sich einfach. Rügen ist wirklich eine Reise wert. Vor allen Dingen im Winter, was ich nicht gedacht hätte. Ich dachte ja wirklich, dass das schwierig wird, weil eben die Bäume komplett blätterlos sind. Und weil auch ja so ein bisschen auch die Stimmung fehlt, weil es halt Winter ist und weil es kalt ist und Farbe fehlt in der Landschaft. Aber es ist nicht so. Also die Sonne kommt wirklich gut rein, sieht in den Bäumen richtig schön aus, richtig schick. Wer übrigens zum Thema Waldfotografie noch was Tolles wissen oder lernen will, der sollte vielleicht mal auf mein neuestes YouTube-Video klicken. Hier, ich setze mal den Link hier rein. Dann könnt ihr mal draufschauen. Da habe ich auch erklärt, warum ich diese beiden Brennweiten besonders dafür einsetze. Apropos Speaking of Equipment. Ich habe heute Morgen oder gestern Abend schon überlegt, was nehme ich denn eigentlich mit? Wie immer halt so viel. Ihr wisst ja, wie das ist. Ich drehe mal kurz die Kamera. Also ich habe natürlich wieder was von Canon dabei, was von Sony dabei. Die Festbrennweiten, die üblichen Verdächtigen bei mir. Und benutzt habe ich quasi nur zwei. Und zwar eine Telelinse, die 105er, und das 12-24 habe ich benutzt. Ja, ich fand die 50 mm auch sehr schick. Also gerade hier dieses Nifty 50, ich glaube, ich mache dazu auch mal ein Video demnächst. Lohnt sich. Ist auf jeden Fall nicht zu teuer für das, was ich jetzt mache. Und also ein bisschen, um das Meer zu fotografieren oder so ein paar gröbere Details einzufangen, also wie so ein Felsen oder so eine Klippe,
sind 50 mm richtig gut. Also auch die kann man durchaus gut verwenden hier am Meer. Ich finde ja am Meer immer ein bisschen schwierig mit den Brennweiten, also was man wie wo fotografiert, weil oftmals auch dafür Filter verwendet werden, weil auch, ja, da auch große Wissenschaften entstehen, was man da benutzen sollte, was nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass dieser Weitwinkel-Look, Extremweitwinkel-Look, was ich übrigens nicht gedacht hätte, dass der richtig gut kam, gerade weil du im Vordergrund noch ein bisschen mehr zeigen kannst. Und aber auch der Tele-Look. Also der Klassiker, irgendwie in 14-24 einpacken, 70-200, fertig. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Also diese typische 24-70 kann man auch machen, ist glaube ich eher so ein Thema, wenn du drinnen im Wald bist. Also wenn du hier die Wege fotografierst, wenn du Menschen hinstellst, dein Hund, deine Kinder, die Family, wen auch immer, dann lohnt sich vielleicht zum 24-70 oder das Standard-Zoom zur Not. Aber ich glaube, dass ansonsten für die Küstengeschichten eher so ein Ultraweitwinkel ganz cool ist und dann eben das Tele, um Sachen rauszupicken, um sie da noch ein bisschen zu zeigen. Und da kam auch sehr gut heraus, dass ich, wie gesagt, auch mich dafür entschieden habe, weil du eben die eine Seite angeleuchtet hast und die siehst du, die kannst du fotografieren. Und zur anderen Seite siehst du eben, wo die Sonne aufgeht. Und ich finde, das hat einen sehr guten Mix für Fotoperspektiven. Du kannst in zwei verschiedener Hinsicht kannst du fotografieren und auch noch straight nach unten auf die Felsen von oben, auf das Meer von oben. Das sah für mich auch nochmal ganz besonders aus, auch gerade dieser herausstehende Felsen, der quasi wie so ein Keil nach vorn geht, direkt unter diesem Punkt, wo ich quasi nach draußen geschaut habe, aufs Meer, ging quasi dieser Felsvorsprung vor wie so eine Speerspitze. Und das sah auch im Foto richtig gut aus. Ich dachte, das musst du fotografieren. Und auch hier wieder, in dem Fall, 24 mm ist wirklich eine sehr, sehr gute Brennweite, aber vor allen Dingen auch das Weitwinkel. Und das ist ein bisschen anders als die Waldfotografie, gerade im Gespensterwald, wo ich Ultraweitwinkel überhaupt nicht gut geeignet finde, also so 0,0 geeignet finde. Da finde ich eher, sollte man mindestens ab 50 mm aufwärts dann fotografieren. Einfach um die Kompression ins Bild zu bekommen, was die Wege betrifft, was Personen betrifft, auch um die Bäume, die ja nun sehr schön aussehen, auch wirklich mal gut zur Geltung zu bringen und wo sie auch das Bild gut begrenzen. Das kann man dort auch machen. Dort gibt es so viele Wege, wo man dem Gespensterwald in nichts nachsteht und natürlich auch die Küstenlinie, die auch ideal zum Fotografieren ist. Und an der Victoria-Sicht hat man nur eine kleine Möglichkeit quasi mit diesem Ausblick dort Fotos zu machen. Da passt maximal eine, zwei Personen drauf. Mehr passen leider nicht drauf auf diese Plattform. Das heißt, man sollte vielleicht dorthin fahren, wenn wenig Menschen dort sind, in der Woche beispielsweise, oder im Frühjahr, wenn vielleicht noch nicht so viele Touristen dort sind, dann lohnt sich das. Oder eben im Winter wie ich. Und dann kannst du ideal auch den Sonnenaufgang dann fotografieren, quasi hinter der Küstenlinie, wo die Sonne gerade aufgeht. Im Winter ist sie sehr kurz zu sehen. Ich habe auch einen kurzen Timelapse gedreht, um das zu zeigen. Also es war wirklich sehr kurz, der Sonnenaufgang. Aber es lohnt sich. Und die Farben sind natürlich ideal dort. Wenn du einen schönen Mix aus Sonne und Wolken hast, ist es wirklich richtig geil, hast einen tollen Himmel. Und wenn die Felsen, die Kreidefelsen noch richtig schön angestrahlt werden, dann lohnt sich das auf jeden Fall eher von der Victoria-Sicht. Die ist, wie gesagt, ein paar Meter rechts vom Königsstuhl entfernt. Also man läuft da vielleicht 2-3 Minuten und ist dann auch gleich dort und lohnt sich, hat eine ganz andere Perspektive. Und für alle, die noch mehr machen wollen in der Gegend, die sollten auf jeden Fall eine ganze Tageswanderung dort machen und vielleicht oder am nächsten Morgen wiederkommen und vielleicht dann unterhalb der Kreidefelsen Fotos machen. Denn das Tolle ist, du hast dort nicht nur normalen Sandstrand, du hast dort vor allen Dingen viel Kiesstrand und viele Felsen, die im Wasser liegen. Ich hatte leider nicht die Zeit, um dort runterzulaufen, um da unten die Fotos zu machen. Das wollte ich eigentlich noch machen, aber die Zeit leider nicht dafür gereicht. Das wird dann wahrscheinlich beim nächsten Besuch gemacht werden. Aber das ist nochmal eine ganz andere Art zu fotografieren. Da kannst du auch den Königsstuhl fotografieren, aber vor allen Dingen auch die Kreidefelsen nochmal besonders in den Fokus nehmen, denn von oben fotografiert ist es so die eine Perspektive, aber von unten vom Meerblick aus fotografiert, unterhalb der Kreidefelsen, sieht das Ganze natürlich nochmal viel massiver aus, viel größer, viel wuchtiger wirkt das Ganze. Und wenn du dann auch noch ein bisschen die Dynamik des Wassers reinbringen kannst, indem du vielleicht 1-2 Sekunden belichtest, mit dem ND-Filter beispielsweise, und im Vordergrund noch einen Felsen hast, einen kleinen, den es angespielt hat oder der heruntergefallen ist von den Kreidefelsen, dann sieht das richtig gut aus. Dann hast du einen tollen Vordergrund im Bild, du hast die Küstenlinie drin und du hast die Kreidefelsen noch im Hintergrund. Ich habe leider nicht so ein Foto gemacht, das steht auf der To-Do-Liste, aber man kann ja bei Google oder auf Instagram eine ganze Menge Inspiration sich abholen von Menschen, die dort schon gewesen sind, die das auch schon gemacht haben. Da kann man sich ja ganz viel an Ideen abholen. Lohnt sich auf jeden Fall. Also Rügen ist auf jeden Fall eine Reise wert von mehreren Tagen, vielleicht sogar mindestens 1 oder 2 Wochen, einfach weil die Möglichkeiten dort nochmal viel größer sind aufgrund der sehr schroffen Küstenlinie, wo man von oben was fotografieren kann, von unten und vielleicht auch mittendrin im Wald.
Also das lohnt sich auf jeden Fall für eine längere Zeit dort. Bei mir steht es auf jeden Fall auf der Agenda, dort nochmal hinzufahren und mal sehen, was dann für ein Wetter dort ist. Ich würde ja gern dort mal so ein bisschen mit Nebel fotografieren, aber ihr wisst ja, wie das ist. Da muss man ein bisschen das nehmen, was kommt, oder eben ja, mit Glück arbeiten. Die Ostsee hat für mich dort auf jeden Fall gezeigt, das ist auch das Fazit für mich im Nachhinein, dass man auch hier gar nicht so viel Equipment braucht. Ich selbst schleppe halt auch jedes Mal alles mitgefühlt, aber man braucht dort für das, was ich so erfahren habe, eher das Weitwinkel oder Ultraweitwinkel oder eben ein gutes 70-200. Mehr brauchst du gar nicht. Also dieses 24-70 ist zwar prädestiniert für die Landschaftsfotografie oder für das, was da meistens gemacht wird, aber ich fand nicht, dass das 24-70 etwas wäre, was ich dort gerade bräuchte. Das ist was, was ich vielleicht auf den Fichtelberg mitnehmen würde oder was ich an den Eibsee mitnehmen würde. Ja, okay, dort eher. Aber wo ich extreme Situationen auch habe, wie beispielsweise eine Küstenlinie, die ich vielleicht mehr an der Gänze drauf nehmen möchte, oder wo ich hineinzoomen möchte für den Sonnenuntergang oder Aufgang, da brauche ich dann wieder das Tele. Da brauche ich zwischendrin gar nicht so viel. Und klar, wenn du nur das 50 mm hast, dann nimmst du das, das habe ich ja auch dann gemacht. Oder wenn du ein 100 mm Objektiv hast, dann nimmst du das und das reicht dann auch aus. Und das ist auch okay. Aber ich habe das Gefühl, du brauchst halt eher etwas im Ultraweitwinkelbereich und dann nochmal im Telebereich. So bis 70-200 oder 70-300. Und mehr braucht es gar nicht. Also alle, die das 18-300 mm Objektiv haben, die haben dann alles drauf, was sie brauchen. Und zwischen 24 und 70 hatte ich das Gefühl, braucht man nicht wirklich dort was, zumindest was Rügen betrifft und auch viele Küstenlinien, weil das ein schwieriger Brennweitenbereich ist für meine Begriffe, weil du einfach zu stark begrenzt, aber auch nicht so komprimieren kannst, dass du wieder etwas Interessantes herauspicken kannst. Also als Fazit kann ich sagen, nimm dir einen Ultraweitwinkelzoom mit und eine Telelinse. Und dann hast du alles dabei, was du an der Ostsee brauchst, zumindest in der Fotografieart und Weise, wie ich es mache. Du kannst ja eine ganz andere Art und Weise haben. Also schreib mir gerne in die Kommentare, wie du deine Fotos an der Ostsee oder generell am Meer aufnimmst und welches Equipment du benutzt. Hast du eine ganz andere Meinung, schreib sie gerne in die Kommentare. Ich freue mich darauf. Und ich hoffe, ich konnte trotz alledem mit meinen Bildern, mit meinem Beitrag ein bisschen was rüberbringen. Ich hoffe, du hast eine Inspiration mitgenommen für deinen nächsten Meerurlaub oder an deinen Ostseeurlaub vielleicht sogar, wenn du dieses Jahr hochfährst. Da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß dabei. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst den Abonnieren-Button nicht. Like dieses Video, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.